So, wo sind wir denn hier? Da ist eine Höhle. Das sieht aus wie ein Riesenlager. Okay, das ist da drüben, oder? Was wird denn hier markiert? Das ist okay. Wo sind wir denn hier? Auf der Seite, okay. Was läuft ist da? So, hier sind wir, okay. Ja, gut. Langsam nach unten gehen. Aufpassen, dass hier kein scheiß Riese ist. Die sind noch zu stark. So. Ja, was ist denn da? Ja, das ist ein scheiß Knochen. Ja, aber da vorne ist was Interessantes. Okay, ein Fuchs, der traut sich ja was hier hinzugehen. Das sieht hier gefährlich aus. Oh, nice. Ein Granatstein. Ich glaube, die füllen sich nach einem Monat in Game wieder auf. Glaube ich zumindest, dass es sowas war. Na schön. Ich traue diesem Ort nicht. Ich versuche hier mal ein bisschen zu horchen, ob ich hier was hören kann. Aber es sieht nicht so aus, als ob ich hier was hören kann. Okay, was ist das für eine Hütte? Das schaue ich mir jetzt mal an. So. Das wollte ich tun. So, nun Hase, okay. Okay, ich wurde entdeckt. Von wem? Wer hat ihn hier gesehen? Ach. Was haben wir denn hier? Du hast auch einen Rucksack. Schön. Dann ist es Hütte. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Okay. Ich fühle mich hier draußen immer so einsam. Das Lied der Alchemisten, okay. Keller. Was versteckt sie denn da im Keller? Lass mal sehen. Nur mal neugierig nachschauen. Was hast du denn hier? Okay. Irgendwas Verdächtiges, ein nächstes Brief. Helgi, Liebes, warum zögert ihr? Ihr spürt doch die Macht in eurem Blut pulsieren. Ihr müsst nur die Hand ausstrecken und nach ihr greifen. Sagt euch los von eurem Jungen und kommt, lebt mit mir im Wald. Meine Schwester wird bald hier sein. Zusammen können wir einen richtigen Zirkel bilden.
Dann kann eure Ausbildung wahrhaftig beginnen. Na, was soll das denn, hä? Ein Hexenkult will die hier bilden, na na na. Okay, gut, wenn das so ist. So. Wenn die böse ist, dann nehme ich es mit. So. Das gehört jetzt zu uns. Knochenmehl. Psst. Nicht verraten, Schädel, sei ruhig. Kein Mucks. Nice. Okay, was haben wir hier drin? Ein Besen, natürlich. Sonst noch was hier? Ja, nee. Nö. Okay. So ist es halt so, hä? So ist es also. So willst du also spielen. Und tschüss. Der hat mich angegriffen. Das geht so nicht. Nice. Das nehme ich mit. Schön. So. Okay, haben wir mal Schlimmeres verhindert. Wer weiß, was die getan hätten hier. Was für Hexenzeug. Okay, das brauchen wir. So, denn auch die DLCs habe ich hier natürlich mit dabei. Aber ein eigenes Haus werden wir später bauen. Viel später. So. Große Suppe. Ach komm, essen wir mal Gemüsesuppe. Ah, lecker. Und hier noch ein bisschen gebratenes Fleisch. Ja, eigentlich könnte ich jetzt hier auch ein Mod reinhauen, was Essen und Trinken, also Hunger und Durst, hinzufügt und ich glaube Müdigkeit auch, aber das könnte ich mal später tun als zusätzliche Herausforderung. Aber jetzt für den Anfang lassen wir es mal, denn ja, es ist der Anfang. Da müssen wir zuerst ein Leben aufbauen und so weiter. Ja, gut, das war diese Hütte. Ach. Wer bist du denn? Halt, wer bist du? Bringst du die Frau? Was ist denn passiert? Ja. Wovor hast du Angst? Ja. Vor ja? Ihr braucht etwas? Ja. Vor was hast du Angst? Okay. Was ist denn los? Niemand scheint hier zu folgen. Ja. So, warte, ich komm gleich nach. Na los, schneller. Ich will ihr nachgehen. Mal schauen, was sie hat. So, wo bist du hin? Was, du bist da runter? Willst du mich verarschen? Ich hoffe doch nicht. Da drüben. Da bist du. Upsa. So. Was ist denn los, hä? Oh, du bist für anders. Nee, ich hab sie verloren. Oder ist sie da runtergesprungen? Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ah, schön. Werft einen Blick darauf. Zeig mal her. Aha. Na, wirklich.
Spannend. Ja. Ja, genau. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Was auch immer. So, solange du es nicht übertreibst und nur das Nötigste machst. Mäßig, ich hab sie verloren. Moment, da ist noch wer. Bist du das? Bist du das? Was ist denn los, hä? Ihr braucht etwas? Was denn für ein Problem? Hat nichts, okay. Lasst mich in Ruhe. Na schön, dann. Geh. Okay. Wenn es ja nichts Interessantes gibt, keine Quests oder so. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Wir kommen einfach nicht weiter. Ständig gibt es hier eine Ablenkung und so. So, komm mal mit. Du kannst mal dahin gehen. Hui. Die Hexe schwebt nach Mist. Komm schon. So. Wo ist denn ihr das Bett? Da ist das Bett. So, hier. Gute Nacht. Stimmt, das ist ja noch zu mitnehmen. Ganz vergessen, dankeschön. Lass mich daran erinnern. Nett. Okay. So. Okay, aber ich will immer noch wissen, was mit diesem Elf passiert ist. Was ist da nur passiert? Ach. Stimmt, die gibt es auch noch. So. Na, wenn du es so leicht machst. Dummes Wildvieh. Tja, danke schön. Was hast du denn hier? Bin. Na, Huhn, was geht? Viel Spaß mit dem Essen. Hab ich extra für dich gemacht. Ist noch zu früh? Nee. Gut. Tja. Ja. Zeigt die, je eher ihr die Klau... Ihr habt sie gefunden! Das ist sie! Seltsam! Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Ja, kein Problem. Gar kein Problem. So, versuchen wir mal was. Damit. Ja, ja, ganz ruhig. So. Ich hab die Klaue wieder. Und tschüss. Schön. Haben wir wieder was für unsere Sammlung. Nice. Was bist du? Ich wette, mein Onkel Ralof ist härter als ihr. Was auch immer. Der ist immer noch nicht da. Oder bist du
da? Nee. Was ist denn nur mit dem passiert? Das würde ich mal gerne wissen. Ja gut, dann machen wir uns mal auf den Weg nach Weißlauf. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Okay. Vor dem Sturm, da, danke schön. So, wo müssen wir denn hin? Weit dran, da drüben. Okay, in diese Richtung. Na dann. So. Na schön. So, da will mich wer angreifen. Ich glaube, es hakt. Da bist du. Schnauze. So. Und 4 Gold natürlich. Wo auch immer. Was ist da vorne wer? Ach, ein scheiß Dieb. Lass den Mist. Na schön. Gebt mir eure Wertsachen. Sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Geht. Sofort. Netter Versuch. Aber mir ja. Seid tot. Also. Wie beeindruckend. Wirklich. Schnauze, du Dieb. Und tschüss. So, hast du davon. Okay, da vorne ist es schon. Schön. War doch nicht so weit. Und ohne Ablenkung. Da läuft doch was schief. Okay. Oh, Schmetterlinge. Schön. So. Na, was geht? Mit Banditen komme ich gut zurecht, aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden.
Hm. Noch nicht Bäuerei, okay. Was haben wir denn hier? Hm. Okay. Och. Hm. Na stimmt, wir haben hier noch was zu lesen. Kopfgeld, ganz vergessen. Ballgruf der Älteren, alle Fingermänner, bla bla bla. Redung aus Zuflucht. Anführer töten, okay. Gut. Den Anführer töten. Was soll das denn hier? Stell das mal richtig auf. Hey, was soll denn das? Ich will's nur aufstellen, so. Willkommen. Ich bin... Werft einen Blick darauf. Okay, das ist alles. Und hat noch Salz, okay. Salz und Essen. Ist ja toll. Was läuft denn hier? Wenn ihr Met kaufen wollt, sprecht mit Sabio. Braucht ihr etwas oder seid ihr nur gern den Leuten im Weg, die hart arbeiten? Du bist ja erfordert. Aha. Okay, euch habe ich später aus. Wir Wenn ich mal die Diebesgilde mache, dann seid ihr dran. Unglaublich, dass ich gerade den Feinschmecker kennengelernt habe. Okay, ihr seid definitiv dran. Definitiv. Überlegt ihr euch hier niederzulassen? Da steht ein Haus zu verkaufen. Weiß. Das Briesenhain. Ihr solltet mit dem Vogt oben in der Festung sprechen, wenn er Das Interesse ist auch mein Ziel. Das erste Ziel. Tja. So. Okay, wo ist denn hier? Wo ist denn hier dieses eine Event? Was totaler Blödsinn ist. Da! Hier ist es. Na, hattet ihr Spaß? Ihr seht stark aus. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Haben wir nicht runter. Was ist, wir haben hier gegen einen Riesen gekämpft und sprechen dann irgendeinen Fremden an. Ich habe alles versucht. Jetzt sah nicht so aus, als würde ich die Hilfe brauchen. Ich war nicht mal hier. Verarsch mich nicht. Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Was auch immer. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Ihr seid nicht von hier, was? Natürlich nicht. Noch nie von den Gefährten gehört? Nein. Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Ja, danke. So, das nehme ich mal. Na, was geht? Kämpft mit uns, dann habt ihr etwas zu erzählen. Kommt nach Jorvaska, wenn ihr als Kämpfer etwas auf euch geht. Die berühmteste Kriegertruppe in ganz Himmelsrand. Habt ihr etwa unter Hawkern gelebt? Ach, das sind Wo alles wir so nett. Auftauchen, fließt das Blut in Strömen und unsere Klingen singen zu Ehren von Iskramor. So ist das Leben, Bruder. Der Kampf erinnert uns daran, Atem zu schöpfen. Okay. Dann schöpf mal schönes Atem. Der Zirkel vergibt hier die Aufträge. Das sind Ayela, Skjor und die Brüder Farkas und Wilkas. Kodlak berät sie zwar, gibt ihnen aber nicht wirklich Befehle. Macht ihr Witze? Ich wollte schon zu ihnen gehören, als ich noch ein kleines Mädchen war. Habt ihr denn nicht die Geschichten gehört, wie Kodlak und Skjor 101 Ork-Berserker besiegt haben? Skjor sagt zwar, es wären nur 40 gewesen, aber er ist eben bescheiden. Wo sollte ich denn sonst sein wollen? Hier lerne ich von ihnen und kann an ihrer Seite kämpfen. Na, ja, ist ja schön. Also gut.
Ach ja, dieses Event hier, das ist so... What the fuck? Na? Was kann ich für euch tun? Na? Es liegt Frost in der Luft. Aha. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie ja, nicht. Das tut Frost eben. Da ist eh die Ernte dran, nicht nur deine. Was haben wir hier? Okay. Na gut. Da laufen die rum. Okay. So. Okay, aber ein Pferd, wenn wir weniger brauchen. So. Wahrscheinlich eher selten. Okay. Kommen wir wieder hoch, will mal die Aussicht hier genießen. Was raucht denn hier? So, das. Interessant. Da oben ist eine Festung. Warte mal. Na komm. Okay, das ist da vorne. Was könnte diese Festung sein? Okay. Sonst noch was hier? Da vorne müssen wir mal nachschauen. So. Willst du was? Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fehde mit der... Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Ehrlich geklaut. Zurück an die Arbeit. Schön. Nice. Na? Ihr habt wohl eine Schwäche für Stahlschwerter. Schade. Die eignen sich wirklich bestens zum Stechen und Schlitzen. Schön, dass du das auswendig gelernt. Da ist niemand, okay. Ah doch, hallo. Was wollt ihr? Sturmmäntel, kaiserliche Drachen. Mir ist es egal, wen ich umlege. Lasst sie nur kommen. Ja, ja, was auch immer. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Was haben wir denn hier noch? Ja, hier. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Mach du mal. Mit deinem Helm. So, das nehme ich. Und das auch. So, und wir sind da. Na, was geht? Wenn ihr Tränke braucht, solltet ihr bei Arkadias Kupferkessel vorbei. Und es geht das Gequatsche los. Wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Okay, das war Gespräch Nummer 1. Ja, du bist das, okay. Na? Graumähnen oder Kampfgeborene? Weder noch. Habt ihr was an den Ohren? Auf welcher Seite steht ihr? Graumähnen oder Kampfgeborene? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ja. Ihr seid neu in der Stadt, was? In Weißlauf gibt es 2 Clans. Beide alt und hoch angesehen.
Der Unterschied ist, dass die Graumänen sich vom Kaiserreich abgewandt haben und wir Kampfgeborenen loyal geblieben sind. Ich frage euch also nochmal, Graumänen oder Kampfgeborene? Ja, dann... Ich mag das Kaiserreich nicht, also hier. Dann seid ihr entweder ein Sympathisant der Sturmmäntel oder ein Dummkopf. So oder so seid ihr nicht mein Freund. Hm. Lang lebe das Kaiserreich. Und was bist du? Was? Ich habe nichts getan. Doch, hast du. Was laufst du hier einfach so dazwischen, hä? Okay, also mit diesem Typen haben wir geredet, der da auch. Dann kommst du dran. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Mhm. Ja, das tue ich. Muss ich auch, wenn ich eines Tages so gut wie Eol und Graumähne sein will. Ich habe sogar gerade mein bestes Stück fertiggestellt. Es ist ein Schwert. Ich habe es für den Jarl hergestellt, für Balgruuf den Älteren. Es ist eine Überraschung und ich weiß nicht mal, ob er es annehmen wird, aber... Könntet ihr das Schwert zu meinem Vater Proventus Aveniki bringen? Er ist der Vogt des Jarl. Er weiß, wann der richtige Moment ist, es ihm zu geben. Okay. Danke. Na schön. Eine Menge. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Das ist die Festung dort oben auf dem hohen Hügel. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Ihre ruhmreichen Taten sind legendär. Okay. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Fragen wir mal alles durch, auch wenn es unnötig Vergesst ist. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Mhm. Eure gute Tat des Tages tun. So. Hier, was haben wir hier? Trunkener Jägersmann. Na? Ups. Naja. Ah, hallo mein Khajiit-Freund. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Ja, ja. Versucht es bei Hulda, der Wirtin der beflaggten Meere. Einfach die Straße hoch, in der Nähe des Markts. Ihr solltet es auch in Drachenfeste versuchen. Es ist so viel los, dass der Jarl oder sein Vogt Hilfe gebrauchen könnten. Mhm. Ja, diese Frage höre ich des Öfteren. Mein Bruder Anoriad und ich kamen darauf, nachdem wir eines Nachts... etwas zu viel Met getrunken hatten. Danach sind wir noch auf eine nächtliche Jagd gegangen. Wir wurden getrennt und in seinem betrunkenen Zustand hat mein Bruder mich für einen Hirsch gehalten. Er schoss einen Pfeil auf mich, der mir dann im Hinterteil stecken blieb. Nach diesem denkwürdigen Abenteuer hatten wir den richtigen Namen für unseren Laden. Schön. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, auch wenn wir keine gemacht haben. Aber es war nett. Olfried, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Ja, jetzt schon. Unzivilisierte, pelztragende Axtschlepper. Ein Wunder, dass sie nicht mehr in Höhlen leben wie ihre Vorfahren, mit denen sie dauernd angeben. Es stimmt, dass Wigner Graumähne und seine Familie zu den ältesten und, je nachdem, wen man fragt, angesehensten Clans von Weißlauf zählen. Das streite ich nicht ab. Aber es ist eine Sache, stolz auf sein Erbe zu sein und eine andere, an der Vergangenheit festzuhängen. Was Sie Ehre und Tradition nennen, nenne ich Ignoranz. Ist doch toll. Kampfgeboren ist ein legendenhafter Name, von dem die alten Lieder künden und der in den Heldentaten von 100 Generationen zu hören ist. Für den kampfgeborenen Clan brüllen sie in den Methallen. Die Ersten im Kampfgetümmel, die Letzten am Tavernentisch. Wir haben Ehre, Reichtum und Titel ebenfalls. Ja, und dralle Weiber, die euch in einer kalten Nacht in Himmelsrand das Bett wärmen. Wenn das eure Frage nicht beantwortet, schaffen das keine weiteren Worte.
Okay, ist ein scheiß Clown. Geld, ihr Dummkopf, was sonst? An allem ist das Geld schuld. Die Graumähnen sind tief in Weißlauf verwurzelt. Aber das gilt auch für uns. Im Gegensatz zu ihnen sind wir reich. Und Wigner hasst das. Oh, sie hassen das alle. Ständig dieses Gerede von Stolz und Ehre. Und was haben sie dafür vorzuweisen? Bettlerlumpen und altes Brot. Wir haben denselben Stolz, dieselbe Ehre. Und wir haben Wohlstand. Kein Wunder, dass sie uns beneiden. Passt auf euch auf da draußen. Ja, du aber nicht, bitte. Bitte geht drauf. Das wäre nett. So. Klinge und Schatten, Stille und Tod, das sind meine Künste. Gegen eine geringe Gebühr erschaffe ich wunderbare Kunstwerke für euch. Okay. Ein Söldner. Ich bin eine Künstlerin, die auf der Leinwand des Lebens in blutroten Farben malt. Ja, ich kämpfe gegen Bezahlung an eurer Seite. Wozu soll man denn auch Kunst schaffen, wenn sie niemand mehr betrachten kann? Wenn ihr eure Meinung ändert, findet ihr mich hier. Ja, mal schauen. Bewegt euch immer im Schatten. Schatten, ja genau. Das habe ich auch vor, Furcht zu lernen. Und Reue sind mir ja, Schnauze, hör auf, mir Tipps zu geben. Schluss mit dem Backseat Gaming. So. Okay. Das hier noch und das. Und so. Na schön. So, was nehme ich mal? Na? Ich bin der Kommandant der Wache hier in Weißlauf. Ach, den kenne ich noch gar nicht. Meine Leute werden für eure Sicherheit sorgen. Keine Angst. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Interessant. So. Okay. Was hast du denn? Ach, da bist du. Falsche Tür, sorry. Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten abkaufen, wenn ihr ihn verkaufen wolltet. Nur ein kleiner Scherz. Okay, ist ein toller Laden. Ganz toll. Liegt das nicht auf der Hand? Das herrliche Wetter und die gastfreundlichen Menschen natürlich. Ganz zu schweigen von meiner großen Schwäche für Drachen und kleinliche politische Grabenkämpfe. Aber die größte Attraktion dieses gefrorenen Ödlands besteht ohne Zweifel in der Flut dümmlicher Fragen, mit denen ich regelmäßig überschwemmt werde. Interessant, um es gelinde auszudrücken, bei allem, was so geschehen ist. Einerseits ist es schwerer, Lieferungen zu erhalten, da heutzutage nicht mehr viele Händler umherreisen. Aber andererseits hat die Knappheit an Lieferungen zu einigen, nun, sagen wir, Preissteigerungen geführt. Wichtig ist nur, dass ich habe, was ihr braucht. Und es ist jeden Septim wert. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Ja, ich habe auch etwas hiervon und davon. Das kannst du haben, das behalte ich. Dann, das kannst du haben. Das hier. Und den Rest behalte ich. Ja. Okay. Okay, ich hoffe mal, wir haben genug Geld. Das wäre schön. Okay. Gut. Bitte kommt wieder. Nichts? Und was ist mit meinem Sohn? Was ist mit Thorald? Ist er nichts? Haltet mir keine Vorträge über das Leiden.
Euer Sohn hat sich für eine Seite entschieden. Und zwar für die falsche. Nun ist er verschwunden. So läuft das im Krieg. Je eher ihr diesen Verlust akzeptiert, desto besser. Na, klingt ja nicht so gut. Was ist denn da wieder los? Ich werde seinen Tod niemals akzeptieren. Ich bringe euch welches mit, wenn ich wieder auf die Jagd gehe. Ich spüre es in meinem Herzen. Also schlecht, Kampfgeborene, wo ist er? Wo haltet ihr meinen Thorald fest? Kommt, Vater. Hier gibt es nichts weiter zu sagen. Wählt aus meinem hochwertigen Fleischangebot. Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Sie sagen, er sei umgekommen. Aber ich weiß es besser. Ich weiß, dass mein Sohn lebt. Ja, die Kampfgeborenen. Diese Kampfgeborenen. Ja, das sind Scheiße. Sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. Tja. Ich weiß es einfach. Ich fühle es in meinem Herzen. Ihr müsst mir glauben. Bitte kommt zu mir nach Hause. Dort kann ich euch die ganze Geschichte erzählen. Na schön. Damit ihr euch in der beflagten Meere dafür etwas zu kaufen könnt. Das fällt mir ja ein. Diese Quest habe ich noch nie gemacht. Da habe ich schon wieder geredet. Seid ihr Brot und Eintopf leicht? Dann störe ich. Hattet ihr Fisch und Wildbret im Überfluss? Ich schon jemanden dann finden, verwöhnt euch mit einem saftigen Steak oder einem zarten Rippenstück. Das habe ich mir gedacht. Was auch immer. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Ja, aber nicht mit dir. Gute Tat des Tages tun. Oh nein, nicht der. Oh nein, ist nicht der. Was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt. Ja, dieser Typ alle da. Sind vom Tod besetzend. Ich weiß, dass euch eure Familienehre wichtig ist, aber wir können uns das nicht leisten. Ich habe Wochen gebraucht, um diese Diebeshöhle zu finden. Alles in Ordnung? Hauptsache, hör ich gerade zu. Ich kann mir das Schwert auch nicht alleine holen. Ihr wollt also eure Frau und eure Tochter für die Beschaffung eines rostigen Alten? Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst meine Fresse, halte die Schnauzen! Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Ihr würdet auch keinen Hunger leiden müssen. Ganz einfach, holt euch euer Schwert oder behaltet eure Frau. Wenn ihr einen Fuß vor das Tor setzt, bin ich bei eurer Rückkehr nicht mehr da. Sieht ja nicht so gut aus. Wartet. Ich... Tja. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Nein, da haben wir wohl etwas gemeinsam, ihr und ich. Nein, ich bin Rotwardone. Meine Familie stammt aus der kaiserlichen Provinz. Aber ich habe mein Zuhause verlassen, als ich noch ein junger Bursche war. Seither bin ich unterwegs. Saphir, gefällt es nicht, dass ich so viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe. Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Okay. Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Na gut, machen wir das. Wenn ihr dieses machen Schwert findet, bringt es bitte zu mir. Ja, machen wir. Irgendwann. Schön, neue Quest. Immer her damit. Gebt mir euer Geld. Ich habe kein Geld. Ihr solltet mir jetzt am besten 5 Septime geben, sonst kriegt ihr eins auf die Nase. Morgen 10 Septime, Babykampfgeborener. Oder es gibt eins auf die Nase und die Lippe. Nein, bitte. Ich hab wirklich kein Geld, Breit. Morgen kriegt ihr 10 Septime. Aber bitte nicht schlagen. Selbst die Kinder sind schon verdorben. Mit einer alten Frau unterhalten. Es macht keinen Spaß, ständig nur herumgeschubst zu werden. Ja, dann wird halt stärker. Naja, früher habe ich mich nachts rausgeschlichen und versucht, den großen Ochsen der Graumähne umzuschubsen. Und früher bin ich mit Mila auf das Dach der Drachenpeste geklettert. Da haben wir nach Vogeleiern gesucht. Aber sowas mache ich nicht mehr. Vater erwischt mich ständig und dann kriege ich immer Ärger. Bis dann. Interessant. Tschüss. So. Und wo ist die kleine Zicke hin? Da bist du. Na? Was gab dir denn so?
Ich habe ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. So. Was soll das? Wen habt ihr da mitgebracht? Arvulstein legt das weg. Er will uns bei der Suche nach Thorald helfen. Woher wissen wir, dass er nicht für die Kampfgeborenen spioniert? Das war dumm. Wir können niemandem vertrauen. Wer weiß, was geschieht, wenn sie mich hier finden. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte keine Waffen mehr. Lasst uns einfach reden. In Ordnung, Mutter. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Du hast mich angeladen. Ihr wollt also helfen. Mhm. Ich weiß, dass Thorald nicht tot ist. Ich weiß es einfach. Die Kaiserlichen halten ihn irgendwo gefangen. Aber ich weiß nicht wo. Diese verdammten Kampfgeborenen. Sie wissen etwas. Sie verbergen es. Sie verspotten uns förmlich damit. Sie müssen eine Art Beweis haben. In ihrem Haus muss irgendetwas sein. Ich weiß es einfach. Ich wage es nicht, das Haus zu verlassen. Also müsst ihr mir helfen. Okay. Welche Beweise? Eine Bestätigung, dass Thorald nicht tot ist, sondern gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass ihr sie bei den Kampfgeborenen findet. Sie würden den Beweis natürlich verstecken, damit nicht rauskommt, dass sie die ganze Zeit über gelogen haben. Aber ihr könntet sie so weit bearbeiten, dass sie nachlässig werden. Okay. Die Kampfgeborenen. Die größten Stiefellecker des Kaisers hier in Weißlauf. Ihre Verbindung zum Kaiserreich und zur Armee sind bekannt. Als Thorald nicht nach Hause kam, war mir alles klar. Sie wussten, dass Thorald die Sturmmäntel unterstützte und ihnen im Kampf zur Seite stehen würde. Sie ließen ihn nicht zurückkehren. Sie haben ihn eingesperrt, um sich an meiner Familie zu rächen. Da bin ich mir sicher. Ihr solltet lieber niemandem sagen, dass ihr mich hier gesehen habt. Okay. Wenn ihr mir doch nur meinen Sohn zurückbringen könntet. Wer ist der beste Schmied? Ihr müsst neu hier sein, wenn ihr eine solche Frage stellt. Mein Ehemann Eolund hütet die Himmelsschmiede in Jorvaska, der Methalle der Gefährten. Es gibt in den neun Fürstentümern keinen besseren Schmied. Ihr solltet ihn nach seiner Arbeit fragen, das einzige Thema, bei dem er so richtig in Fahrt kommt. Das und vielleicht noch diese eingebildeten, dumm schnupfenden Kampfgeborenen. Geht auf dem Markt die Treppe hoch und schaut dann nach rechts. Könnt es nicht verfehlen. Okay. Er ist mein Sohn. Ich weiß es einfach in meinem Herzen. Wenn ihr selbst Kinder hättet, würdet ihr es verstehen. Es ist kein großes Geheimnis, dass sie Verbindungen zum Kaiserreich haben und jeden hassen, der sich dagegen ausspricht. Und Thorald hat etwas noch Schlimmeres getan. Er hat sich gegen das Kaiserreich aufgelehnt. Die Kampfgeborenen wussten davon. Passt gut auf euch auf. Sehr interessant. So. Das heißt also, wir müssen ins Haus schleichen.